Wir brauchen einmal 1 Liter Milch. Dann brauchen wir 3 Packungen Vanillepuddingpulver. Das werden wir jetzt einmal kurz ein wenig vermischen. 160 Gramm Zucker. Das werden wir jetzt einmal kurz durchrühren und dann werden wir den Pudding aufkochen. Jetzt werden wir den Pudding schnell aufkochen. Jetzt geben wir die 180 Gramm Butter dazu und dann so lange rühren, bis dass sich der Butter aufgelöst hat. Jetzt kommen nun 200 Gramm Sauerrahm dazu. Das werden wir auch noch einmal mit einrühren. Jetzt kommen 250 Gramm Butterkekse, die tue ich mir jetzt so zerbröseln oder halt in kleine Stücke runterbrechen. Ich habe jetzt 250 Gramm Butterkekse zerbröselt und die kommen jetzt da in die Zwiebelmasse rein. Und jetzt zum Schluss kommen nur ca. 500 Gramm kleingeschnittene Erdbeeren dazu und die werden wir auch noch mal mit unterheben. Und jetzt kommt die Masse in die Tortenform rein. Das werden wir jetzt da gleichmäßig verstreichen. Und dann tue ich es abdecken und für 1,5 Stunden bis 2 Stunden kann man das jetzt dann in den Kühlschrank stellen. Und ganz zum Schluss kommt dann nur Schlagobers drüber. Nach dem Auskühlen kann man die Torte auf einen Tortenteller draufstürzen. Jetzt haben wir noch schnell 500 ml Schlagobers und 2 Packungen Vanillezucker steif mixen. 2 Drittel vom Schlagobers da wir jetzt auf die Torte draufstreichen und 1 Drittel heben wir sie nur auf für die Dekoration. Jetzt zieht man nur mit dem Löffel so runde Kreise rein, damit einfach so ein bisschen ein Muster entsteht. Den restlichen Schlagobers in einen Spritzsack einfüllen und die Torte damit dekorieren. Und so schaut jetzt meine Torte fertig aus. Die geht wirklich super schnell und schmeckt echt mega lecker.